Krieg ich den noch? Oh, ich gebe mir noch. Noch ein Pfeil. Noch ein Pfeil. Ey, den könnte ich haben. Hey yo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Quick Survival Games. Und ja, ihr seht es im Titel, eigentlich geht es heute um das Thema der neue Revinzeit-Spielmodus. Und ihr denkt euch vielleicht jetzt, hä, wieso spielt ihr das jetzt nicht oder was ist denn da los? Und ja, das kann ich euch ganz einfach erklären. Ich habe diesen Modus gerade ein bisschen angezockt, habe es auch aufgenommen und ich muss halt einfach sagen, er ist so unfassbar schlecht, meiner Meinung nach. Also, er hat mir wirklich 0% Spaß gemacht. Das ist das erste Mal, dass ich beim Zocken wirklich gar keinen Spaß hatte. Und, ja, keine Ahnung, das wollte ich euch einfach nicht antun. Und deshalb reden wir einfach mal so über den Modus. Und, ja, ich habe ja jetzt im Prinzip eigentlich auch schon verraten, was ich von dem Modus halte. Er macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Spaß. Und, ja, ist halt einfach scheiße, würde ich sagen. Aber das ist nur meine Meinung. Ihr könnt ja mal schreiben, wie das euch gefällt. Der Server ist ja mittlerweile eigentlich immer voll, also der Revinzeit-Server, vor allem wegen dem neuen Spielmodus. Also es gibt viele Leute, die den natürlich erstmal antesten wollen, weil er neu ist. Und ich sag euch mal so, testet ihn an und sagt mir dann echt mal, wie der euch gefallen hat. Oh, kriege ich den? Das wäre natürlich sehr, sehr geil. Ja, ich combo den, ich combo den, ich combo den. So viel zum Thema Blockhitten bringt nichts in der 1.8. Ha, GG auf jeden Fall, den habe ich. Hat er irgendwie ein besseres Schwert oder sowas? Nee, ich glaube nicht. Okay, gut, dann essen wir erstmal ein bisschen was. Wir spielen auch übrigens heute das erste Mal mit Specs. Ja, keine Ahnung, ob euch das stört oder ob ihr das schlimm findet. Ich finde es eigentlich ab und zu mal ganz in Ordnung. Auch wenn ich in letzter Zeit immer ein bisschen genervt davon war. Mittlerweile geht's aber wieder. Und ja, das ist aber mit Specs. So, wir werden jetzt erstmal ein bisschen aussortieren, damit wir auch nochmal einen Überblick in unserem Inventar haben. Oh, ein Goldapfel. Das ist natürlich nicht schlecht. Den behalten wir auf jeden Fall. Und ja, wir sind relativ gut equipped und das Deathmatch startet direkt in 50 Sekunden. Gut, da haben wir noch ein bisschen Zeit, um über den neuen Modus zu reden. Also es geht ja eigentlich nur darum, man startet auf einer großen Plattform und man muss sich halt quasi, ja, so auf ein bisschen so wie Jump League halt hin und her springen und halt irgendwie nach unten kommen. Und man kriegt halt pro Jump meistens Damage und muss halt schaffen, ohne zu sterben, unten anzukommen. Und das hört sich alles vielleicht ganz cool an. Aber Leute, glaubt mir einfach, nein, es ist nicht cool. Also, es ist wirklich nichts Geiles. Kriege ich den noch? Oh, ich gebe mir noch. Noch ein Pfeil? Noch ein Pfeil? Ey, den könnte ich haben. Den könnte ich haben, würde... Ah nein, jetzt taucht er natürlich. Okay, den habe ich auch nochmal gehittet. Die haben beide Damage. Ich kann es schaffen. Oh, First Try, so eine Aufnahme wäre richtig geil. So, ich gehe jetzt direkt drauf. Oh Mann, der eine meint auch, dass er aufnimmt. Dann bin ich mal gespannt, was er kann. Und er ist gleich down. Okay, er ist down. Nice. GG auf jeden Fall. Mal sehen, ob der fair macht. Ich glaube aber nicht. Na gut, wir haben eh dasselbe Equip, aber... Naja, gut. Er greift mich zumindest nicht an. Ich weiß nicht, was das mir jetzt sagen soll. Er geht nicht auf mich los. Ich glaube, der wartet wirklich, bis ich ja, wieder Leben habe. Auf jeden Fall GG an dich, wenn du das Video irgendwann mal siehst. GG, du bist ein Ehrenmann. So, was haben wir denn jetzt noch alles? Eine Diabrust, nee, den Rest brauchen wir eigentlich nicht. Ich glaube, er hat einen Chatband, das würde er doch schon längst schreiben, oder? Go. Fragezeichen. Was macht, nickt er denn oder sowas? Der macht einfach gar nichts. Okay, er schreibt, yo, okay, es geht los. Mal sehen, was ich jetzt hier reißen kann. Erstmal ein bisschen mit dem Bogen hier raufhämmern. Und er schießt daneben. Oh, es wäre so geil, wenn ich First Try aufnehmen könnte. Oh, das wäre cool. Ich gebe ihn. Ich glaube, er gibt mir auch. Er gibt mir auch. Er gibt mir... Nein, es kriegt... Oh, ich habe ihn bekommen. GG, das war richtig knapp. Oh, nice. Oh, da kennt mich einer anscheinend. Danke auf jeden Fall. ja, das war die erste Runde. Ich würde sagen, wir schauen direkt mal, ob jetzt hier die nächste Runde irgendwie voll ist oder sowas. Weil ich nehme wieder sehr, sehr spät auf. Das heißt natürlich, die Runden sind ein bisschen leerer. Aber ich werde mal schauen, ob es hier irgendeine gibt, die vielleicht gleich mal voll wird. Und nein, es sieht nicht so aus. Aber wir werden auf jeden Fall noch mal eine zocken und dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao. Jo, und da sind wir auch schon wieder in der zweiten Runde. Wir werden mal sehen, ob sich der Fluch der zweiten Runden irgendwie wieder mal, ja, wiederholt. Dass die erste Runde gut ist und die zweite dann total schlecht. Wir werden sehen. Und er kriegt, ich glaube, den sollte ich auf jeden Fall kriegen. Und, oh, ich habe ihn, okay. Gut, ich habe jetzt schon mal relativ gute Sachen, muss ich sagen. Und noch einen Bogen habe ich auch. Okay, ich muss mich jetzt erstmal wieder ein bisschen konzentrieren, damit wir noch ein bisschen Rüstung bekommen.
Aber es scheint... Nein, da kommt direkt der nächste. Geil, geil, geil. Lass mich bitte in Ruhe. War schon einer an der Kiste? Ja, war schon einer, okay. Hätte ich jetzt noch ein besseres Schwert, wäre ich schon ganz zufrieden erstmal für den Anfang. Hinter mir ist einer, ich hau erstmal ab. Und ja, also auf jeden Fall, Leute, wenn jetzt hier irgendeiner meint, Specs, das ist so hässlich oder nicht PvP geeignet, das ist jetzt wirklich nur eine Ausnahme. Ich werde das jetzt nicht dauerhaft nehmen. Ich wollte einfach mal wieder, ja, für mich quasi was anderes. Und wir gehen da mal rauf, vielleicht können wir abstauben. Aber ich glaube, der hat uns eh auf dem Schirm. Cause I'm lag. Ich glaube, der weiß, dass ich hinter ihm bin. Weil er so nach hinten guckt, als wäre er im F5-Modus. Bleib stehen. Ja, er wusste es. Ja, er wird mich kriegen, oder? Kriegt er mich? Kriegt er mich? Ja, der kriegt mich, 100%. Und der laggt ja wirklich. Leute, der laggt ja wirklich. Der hat das nicht nur aus Spaß im Namen stehen. Der laggt halt echt. Und ich habe ein Steinschwert und schlag mit einem Holzschwert. GG auf jeden Fall, Luki. Du bist ein richtig krasser Spieler. Alter, wie der wirklich gerade geleckt hat. Ich hoffe, das hat man überhaupt in der Aufnahme... Na gut, muss man ja eigentlich in der Aufnahme gesehen haben. Aber alter Schwede, du. Wie kann man mit so einem Ping überhaupt spielen? Was hat der für einen Ping? Leute. Na gut, aber ich hoffe mal, dass... Ey, es wäre so geil, wenn jetzt hier die zweite Aufnahme direkt auf was wäre, Mann. Das hatte ich noch nie. Das wäre das erste Mal in meinem Leben, dass sowas klappen würde. Da hinten ist einer. Vielleicht kriege ich den noch. Und, cause I'm lag. Ah, cause I'm lag, du schon wieder. Mal sehen. Ich habe leider keine Angel, oder? Nee, habe ich nicht, schade. Na gut, da komme ich jetzt eh nicht mehr hin. Dann sortiere ich nochmal mein Inventar. Ja, ich würde so sagen, es ist so lala. Also, es geht auf jeden Fall hart besser. Vor allem in QSG. Aber er droppt uns noch einen Helm. Nice. Nice Sache auf jeden Fall. So, rauf geht's da. Der da in der Mitte spawnt, hat immer so ein leichtes Problem. Ich halte mich erstmal raus. Okay, da habe ich ihn, GG. Okay, er lässt mich... Ja gut, er macht jetzt... er wird mich jetzt wahrscheinlich tot spammen. Na gut, was soll man machen? Nice Hack, schreibt einer. Alles klar. Oh ja, jetzt Bo spammt er mich. Aber ich habe auch ein Bo. Der hat eine Dia-Rüstung. Würde ich ihn treffen? Nein, ich treffe ihn nicht. Aber er trifft mich genauso schlecht. Jetzt treffe ich ihn aber besser. Jetzt, ich habe noch ein Herz, ich werde sterben, glaube ich. Ja, GG. Mann, ich gebe ihn sogar noch auf 3 Herzen down. Das kann nicht wahr sein. Sofort natürlich die zweite Runde hat wieder mal nicht geklappt. Na gut, vielleicht wird es irgendwann mal in meinem Leben klappen, aber nicht heute. Ja, ich hoffe, die Runde hat euch gefallen, die ganz, ganz kurze Runde. Ich habe ja eigentlich nur ein bisschen über den neuen Revi-Modus geredet. Wie gesagt, schreibt mal, wie er euch gefällt, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es da Leute gibt, die den Modus wirklich mögen. Und ja gut, ich würde mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Bewertungen, wie gesagt, immer gerne gesehen, Kommentare auch. Und dann sehen wir uns bald wieder. Haut rein, bleibt gesund und ciao.